Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und ich muss schon lachen, denn ihr wisst, was der Rickman liebt und er liebt High Risk und No Reward. Vielleicht heute mit Reward, wir werden sehen. Wir haben Panini One-on-One. Zwei Karten nur drinne, also wie der Name schon sagt, ein Autogramm, ein Parallel oder ein Base oder ein Insert. Downtowns können drin sein. Ich liebe One-on-One und auch Panini One bei Football hat mir bisher immer sehr viel Glück gebracht. Mal gucken, ob es dieses Mal auch wieder soweit ist. Die Boxen kosten zwischen 900 und ja wahrscheinlich eher mehr dann noch Dollar, Euro. Absoluter Kopfschuss mal wieder, Leute, ihr wisst es. Zwei Encased-Karten sind drin, also zwei Karten in einem One-Touch mit einem One-on-One-Sticker außenrum. Die Autogramme, die drin sind, sind alle On-Card. Dann bei den Base gibt es verschiedene Parallels, die gehen los bei Blue auf 35 und dann runter bis zu den Black One-of-Ones. Case-Hits sind die Downtowns, kennt ihr aus dem Football, hier sehen sie ein bisschen anders aus beim Basketball und dann haben wir die Timeless Moments Super Short Prints. Also zum ersten Mal gibt es Timeless Moments ohne Autograph, es gibt auch wieder welche mit, die besonders beliebt sind und es gibt aber auch welche ohne und die sind dann auch eine Art Case-Hit. Ansonsten auch wie gehabt Rookie Autographs oder Rookie Jersey Autographs, sehen wieder mega nice aus, Dual Autographs gibt es natürlich auch und auch die alle On-Card. Und dann habe ich schon gesagt, Timeless Moments Autographs suchen wir natürlich. Die sind einfach super sick. Dieses Jahr dann auch zum ersten Mal dabei, 75 Jahre NBA. Wie die genau aussehen, weiß ich nicht, aber es wird wieder ein NBA Diamond Logo irgendwo sein. Die sind bestimmt auch super sick. Und ansonsten 180er Karten Base-Set ist es, 100 Vets, 50 Rookies und 30 Legends. Also mal gucken, was uns da erwartet. Ansonsten sind noch Noir-Karten drin und zwar Sneaker Spotlights. Aber nicht die Autograph-Version, die ihr aus Noir direkt kennt, sondern ohne Autogramm. Also von Spielern, die gerade nicht unterschreiben oder gar nicht unterschreiben für Panini. Also LeBron ist drin tatsächlich, einmal für die Miami Heat und einmal für die Cavaliers, glaube ich. Kann auch für die Lakers sein. Giannis, habe ich gesagt, ich glaube KD und Steph Curry sind noch nicht viele Namen auf dieser Liste drauf. Finde ich irgendwie merkwürdig, dass da Noah reingeraten ist und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts vergessen und es geht einfach los. High Risk, High Reward, drückt mir die Daumen, ich liebe es und los geht's. Einmal die Box geschreddert und wir gucken, was hier drin ist. Das Gute ist, da muss ich mich nicht großartig vorbereiten bei so einem Video. Ich zeige euch nochmal die Rückseite natürlich. Hier ist die Rückseite. Falls ihr das auf Pause drücken möchtet. Also relativ nicht so umfangreich, diese ganze Geschichte hier. Aber da seht ihr alles, was ich vielleicht auch gerade schon gesagt habe. Die Basekarten, genau, die, wenn es kein Parallel ist, sind auch die Basekarten haben halt auf 99. Und da unten seht ihr das mit den einmal mit den Dual Jerseys. Und hier 75, 75 Team Signatures, das sind die, die ich meinte. Und Timeless Moments. Oh boy! Oh boy! Wir gucken, was passiert. Ich glaube, die Base-Karte sollten wir jetzt, oder das Insert oder das Base-Parallel sollten wir direkt sehen. Da hätte ich mich natürlich trotzdem besser vorbereiten können, aber mein Filler ist schnell gegriffen. Zwischen Karte Nummer 1 und Karte Nummer 2 ist auf jeden Fall meistens ein Filler. Gucken wir mal, ob das auch der Fall ist. Ja, jetzt habe ich ihn aber allerdings schon angehoben. Okay, so passt das. Und dann schauen wir mal, was meine Basekarte oder mein Parallel oder mein Insert ist. Und das sieht nach Pink aus, aber ich glaube, Pink ist First of the Line, also wird es Purple sein. Und Purple müsste auf 25 sein, wenn ich es richtig glaube, habe ich nicht aufgeschrieben. Also, wir gucken mal, was es ist, ob es ein Rookie ist. Und tja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer einen Haaransatz und ich glaube, da kenne ich schon jemanden, der Adresse an der Karte hat. Der Herr Lee möchte sich bitte bei der Kasse Rickman Rips bitte melden. Der Mann ist Sabonis mit einem Purple Parallel auf 25. So sieht das diesjährige Design aus von den Basekarten. Ist eigentlich ähnlich jedes Jahr, also nicht viel Veränderung. Ich denke, diese Abrundung hier oben und unten ist neu. So sieht es von der Rückseite aus. Also encased hier oben mit dem Sticker. Ihr seht das Ganze. Und es ist der Bonus. Hier für die Kings natürlich mittlerweile. Und hoffen wir mal, dass ein Parallel auf 25 nicht das Highlight der Box ist. Wir gucken mal, was passiert. Also. Schauen wir mal. Hier liegt auf jeden Fall der
dieser besagte Filler drauf. Oh Gott, ich will hier nicht hier zu viel spoilern. Und dann schauen wir mal, was es hier gegeben hat. Und irgendwas sehen kann. Sieht auf jeden Fall irgendwie nach Acetatoberfläche aus. Also ich denke, die Rookie Jersey Autographs sind alle Paper und haben kein Acetat-Finish. Ich sehe hier einfach überhaupt nichts. Oh boy. Ich weiß nicht, ob man sieht, es ist ein 75 Jahre NBA Team Signatures. Oh boy. Dann gucken wir mal, wie die aussieht und mal gucken, wer das hier geworden ist. Hoffe ja mal, dass da, ich denke, da werden auch ein paar ziemlich alte Hall of Famer drauf sein, aber die sollte man zumindest kennen. Aber wir gucken mal, was passiert. Und dann gehen wir mal runter. Noch erkenne ich die Haare tatsächlich nicht. Sehen aus wie ein paar Cornrows und ich sehe ein Stirnband und es ist The Bro. The Bro Bro, The Mono Bro. Es ist Anthony Davis mit einem sicken On-Card-Autograph auf 25. Let's go. Nice. Na, die sehen ultra brutal aus. Das 75 Jahre NBA-Logo in einem Shadowbox-mäßig. Also, ihr seht ein bisschen den Schatten auch von Anthony Davis, der im Vordergrund ist. Alter, was eine Wahnsinnskarte. Die 9 von 25 On-Card, hab's gerade schon gesagt. Super, super, super sick. So sieht es von hinten aus, das Ganze. Mega nice. Mega, mega nice. Ich glaube, Dirk ist auch in dem Set. Ich glaube, ich brauche nur eine von Dirk Nowitzki davon. Das steht auf jeden Fall fest. Ich glaube, in den Downtowns gibt es keinen Franz Wagner, sondern nur Jalen Suggs mal wieder. Ja, typisch Panini. Richtige Versager. Und let's go, Leute. Mega, mega Hit. Ich bin mega happy. Auch wenn es dadurch vermutlich trotzdem keine Money-Back-Box sein wird. Also da muss man schon einen Rookie-RPA von einem Top-Rookie im niedrigen Bereich ziehen oder halt, sage ich mal, ein Dirk-Time des Moments oder auch jeder andere Time des Moments wird wahrscheinlich eine Money-Back-Box sein. Bei denen weiß ich tatsächlich nicht. Kann auch sein, dass die so beliebt sein werden, dass es auf das Ganze hinausläuft, aber Risk it for the Biscuit. Ich bin zumindest mit der Karte mega zufrieden. Dieser Bonus findet bestimmt einen Abnehmer. Ich denke, die werde ich erstmal behalten. Super schönes Ding. Und lasst gerne Likes da, Leute. Gerne Abos da lassen für den Kanal. Schaut gerne auf rickmanbreaks.de vorbei. Müsste auch gerade noch ein Group Break offen sein, wo wir auch eine One-in-One-Box drin haben. Schaut mal auf rickmanrips.de vorbei für alle Social Media Verlinkungen, alles weitere. Grading Service gibt es natürlich auch weiterhin. Und ich denke, am Wochenende werden neue Slap Packs rauskommen. Da könnt ihr auch da nochmal reinschauen. Ich denke, Samstag oder Sonntag. Und ansonsten habt einen schönen Abend. Und das Video wird wahrscheinlich jetzt zeitgleich veröffentlicht mit dem Stream, der von Dennis the Ripper startet. Da schaut ihr natürlich auch gerne vorbei. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Wochenende in München auf der Card Show. Und das war's von meiner Seite aus. Bisschen ein paar Sachen reingebracht, die dann irgendwann nicht mehr aktuell sein werden, wenn man das Video Jahre später schaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Euer Rickman. Rips.